Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute wieder mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens neue Bilder von der Weltreise. AIDA Cara hat sie uns gerade rübergeschickt. Zweitens war Tom Lehl an Bord. Und drittens richtig viel PS bei der Formel 1. Wir waren dabei. Viel Spaß! AIDA Cara ist ja auf Weltreise und wie versprochen, wir bleiben dran. Und hier habe ich für Sie den nächsten Film, diesmal mit Rio. Viel Spaß! Endlich haben wir es geschafft. Liebe Gäste, wir sind angekommen in Brasilien und ich melde mich hier aus der Calypso Bar von AIDA Cara. Das große Highlight für viele hier in Südamerika, Rio de Janeiro. Das hat schon angefangen mit einem ganz, ganz tollen Einlaufen am Morgen und Rio hat uns mit bestem Wetter empfangen. Und dann haben sich natürlich viele unserer Gäste aufgemacht, die Stadt zu erkunden. Jaco und Caro vom TV-Team, die haben für Sie tolle Bilder von der Christusstatue und vom Zuckerhut eingefangen. Es gefällt uns ganz, ganz toll. Wir kommen gerade vom Zuckerhut, haben die schöne Aussicht über Copacabana genossen und freuen uns gleich auf die Jesusstatue. Tolles Wetter, guter Ausblick, also besser ganz eigentlich gar nicht mehr kommen. Jetzt haben wir den super Rundblick hier, ne? Genau. Und machen Fotos mit anderen 10.000. Wieder zurück an Bord haben wir gemeinsam den Abend ausklingen lassen auf dem Pooldeck. Diesmal mit einer Samba-Gruppe aus Rio, die hatten ganz, ganz tolle Kostüme und tolle Auftritte und Tänze mitgebracht. Und das Auslaufen war natürlich auch ein Highlight. Es war uns eine große Ehre, dass Tom Lehl an Bord war und seine neue CD bei uns vorgestellt hat, exklusiv. Und unsere Kinder waren sozusagen die Ersten, die sie gehört haben. Unter anderem auch ein Lied dabei, wo es gegen Mobbing geht an Schulen. Das unterstützen wir natürlich gerne. Viel Spaß! Wir haben einen Song auf dem Album, der heißt Du Doof. So, damit seid ihr nicht ihr gemeint, sondern wir haben dazu eine Initiative gegründet gegen Mobbing, Cybermobbing, Bullying in Grundschulen. Es zählt nicht, was du anhast. Es zählt nicht, wie viel du hast. Es zählt nur, wie du bist. Doch du doof, hast es nicht gerafft. Schau dich doch selbst mal an, Mann. Weil du dir selbst nicht passt. Scheiß schon nach Liebe und nach Freunden, die du nicht hast. Du doof. Hände hoch, Hände auf die Schulter. Hände auf die Knie, jetzt ganz runter. Hände auf die Knie. Hände auf die Schulter und die Hände hoch. Nochmal! Hände hoch, Hände auf die Schulter, Hände auf die Knie. Jetzt ganz runter. Hände auf die Knie, Hände auf die Schulter und die Hände hoch und aus. Leute, das war der Hammer. Wirklich eine Megashow, ganz, ganz tolles Publikum. Danke nochmal echt an das ganze AIDA-Team. Und Sven, wie fandst du es? Alter, war geil. Fand ich auch. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall. Tschüss. Manchmal bin ich ein ganz bisschen neidisch darauf, was unsere Gäste alles erleben dürfen. Abu Dhabi, Formel 1 Strecke, unsere Gäste waren da und sind sogar mitgefahren. Gucken Sie mal. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen in Abu Dhabi. Für Sie wird es heute rasant, denn es geht auf die Formel 1 Rennstrecke. Hinter mir gibt es nämlich etwas sehr Schönes zu sehen. Und zwar ist das unsere Du Arena obendrauf. Können Sie was Gelbes sehen, ne? Das ist das größte Ferrari-Logo der Welt. Hier im North Grand Stand, das sind die beliebtesten Plätze. Man hat die Fahrzeuge einmal von vorne auf einer kleinen Geraden mit einer Schikane. Dann hat man
Sie hier unten in einer sehr engen Kurve, wo Sie etwa mit 60 Stundenkilometer durchheizen. Und dann hat man Sie nur noch laut, und zwar von hinten. Auf der 1,3 Kilometer langen Geraden. Geschwindigkeitsrekord im Formel 1, 326 Stundenkilometer von Sebastian Vettel. Voll geil, ich glaube, morgen bin ich heiser. Das ist absolut der Wahnsinn. Ich würde das sofort wieder machen. So eine Rennstrecke mal live zu erleben, ist schon eine tolle Sache. Ja. Wenn man dort steht, wo die Siegerehrung stattfindet. Sekt haben wir leider keinen verspritzt, aber wir konnten alles mal live erleben und es war ein sehr schönes Erlebnis heute. Ganz ehrlich, da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, über unsere Ausflüge und unsere Reisen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. AIDA ist unterwegs im Nordatlantik. Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Als nächstes besuchen wir Lissabon und Cadiz. Es geht weiter nach Fuerteventura und La Palma. Noch ein Halt auf La Gomera und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Und nach der Verlockung habe ich noch was ganz Schönes für Sie. Legen Sie sich zurück, ein A-Moment. Viel Spaß. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbar warmen, kuscheligen Sonntag mit den Bildern der Woche. Bitte schön. Du liegst in meinem Arm. Ich sing für dich ein Lied, weil es für mich nichts Schöneres gibt. Und wirft sich eine Träne in deinem Gesicht, dann wird sie mit einem Kuss schnell weggewischt. Ein Leben lang immer für dich da, ein Leben lang immer ganz nah. Mach ruhig die Augen zu, du bist ich und ich bin du. Ich fühl dein Herz, wie es schlägt, meine Hand, die dich trägt, ein Gefühl purer Liebe, die niemals vergeht. Und du entdeckst diese Welt, alles geht so schnell. Dir wachsen Flügel, du hebst ab, dann bist du nicht mehr hier. Und doch bleibst du immer ein Teil von mir. Ein Leben lang immer für dich da, ein Leben lang immer ganz nah. Mach ruhig die Augen zu, du bist ich und ich bin du. Ein Leben lang immer für dich da, ein Leben lang immer ganz nah. Mach ruhig die Augen zu, du bist ich und ich bin du. Dankeschön.